Definition erstens. Ja, AB. Die Klasse AB wird definiert als alle xy mit der Eigenschaft, ja, x, das Paar xy steht in Relation zu AB und wir können das gleich wieder eintragen hier oben A. So haben wir es aufgeschrieben, A plus y gleich B plus x. Das zweite ist, wir definieren unser Z, das ist erstmal nur ein Name, folgendermaßen. Das ist N0, Kreuz N0. Und wir dividieren diese Relation aus, also die Quotientenmenge von N0, Kreuz N0 bezüglich dieser Relation. Und das ist nichts anderes als die Menge aller Äquivalenzklassen AB mit der Eigenschaft, dass A und B Elemente aus N0 sind. So, und jetzt haben wir eine Menge, also sozusagen die Menge, auf der wir irgendwie rechnen wollen. Und unser Kandidat für unsere kommutative, für unsere Gruppe, kommutative Gruppe, ist sozusagen das Z. Wir brauchen aber noch eine Verknüpfung. Und ich habe Ihnen gesagt, gut, wir bezeichnen das mal hier an der Stelle mit so einem Plus und so einem Kringel drumherum, weil, naja, wir lassen den Kringel um dieses Plus irgendwann weg, aber zunächst machen wir uns mal klar, dass das hier wirklich eine neue Verknüpfung ist, die zwar durch dieses alte Plus auf N0 Kreuz, auf N0 sozusagen definiert wird, komponentenweise, aber die wirklich auf dieser neuen Menge operiert. Also auf Z. Und Z ist bisher bei uns plus, bisher plus, ja, dürfte sich nur vorstellen als Menge der Äquivalenzklassen mit Einträgen aus N0. Komponentenweise, also weil A, B, C, D, die sind ja in N0, das heißt hier kann ich mit der Addition in N0 arbeiten, A plus C und B plus D und da die Äquivalenzklasse bilden. So, das komponentenweise hat einen Vorteil. Immer wenn Sie eine Definition, eine Rechenoperation komponentenweise irgendwie definieren, dann zieht das automatisch Eigenschaften der alten, sozusagen diese Verwendung zum komponentenweise definieren der alten Operation sozusagen mit auf die neue Operation. Und Sie wissen, wir haben hier eine kommutative Halbgruppe. N0 plus ist eine kommutative Halbgruppe. Was haben wir da alles? Wir haben die Abgeschlossenheit, wir haben das Assoziativgesetz, was haben wir noch? Das Kommutativgesetz. Ja? So, über das brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ja? Weil wenn das Plus hier abgeschlossen ist, dann ist auch dieses Plus abgeschlossen, weil diese Paare fallen, also diese Additionen fallen niemals aus N0 raus. Ja? Wenn hier für dieses Plus, für dieses Plus auf N0 das Assoziativgesetz gilt, dann gilt es auch hier, muss man einmal gemacht haben. Ja? Einmal machen Sie das richtig ausführlich und dann können Sie das für jedes andere sozusagen genau gleich machen. Ja? Wenn das Kommutativgesetz hier gilt, dann gilt es auch hier. Ja, das ist noch leichter als das Assoziativgesetz. Wir wollen uns das erst nochmal anschauen im Fall N0. Was haben wir gemacht? Naja, jetzt haben wir am Ende, was wir im Moment gemacht haben, ist, wir rechnen jetzt mit diesen Geraden praktisch. Ja, jeden Punkt auf einer Gerade, den wir auf der gleichen Gerade ist genauso gut wie ein anderer Punkt. Das heißt, wir können natürlich eine Gerade durch verschiedene Namen belegen. So müssen Sie das sehen. Diese Gerade hier, ja, also diese Äquivalenzklasse, die können wir bezeichnen als 4,0 Querstrich, ja, oder als 5,1 Querstrich drüber oder als 6,2 Querstrich drüber. Ja. Können wir alles machen. So.
Vielleicht noch eine ganz kleine Beobachtung, bevor wir weitergehen. Schauen Sie sich mal diese Zahlenpaare an, die in Relation zu 4,0 stehen. Also alle Elemente dieser Äquivalenzklasse 4,0. Ja? Und machen Sie jetzt was aus Ihrem, weil Sie wissen ja mehr, als wir jetzt gerade im Moment machen. Sie haben ja schon in Z gerechnet, seit Klasse 5, negative Zahlen, Klasse 6, irgendwo so dort in dem Dreh. Ja? Oder Sie haben subtrahiert in N schon früher, ja, nämlich Klasse 1. Und hier brauchen Sie ja nur Subtraktion in N. Bilden Sie mal 5 minus 1 und 4 minus 0. Ja? Kommt immer das Gleiche raus, nämlich 4, 6 minus 2, 7 minus 3. Halten Sie das mal im Kopf, weil das wird eine interessante Sache werden, weil die interessante Sache liegt nicht hier in dem Bereich, wo Sie diesen horizontalen Zahlenstrahl erwischen, quasi 4, 0, ja, 4, 0, sondern die interessante Sache wird nachher sein, dass hier diese Geraden, diese Äquivalenzklassen haben wirklich eine eindeutige Bedeutung, ja, aber was bedeutet das Zahlenpaar 0,1? Ja? Und wenn Sie jetzt das gleich, also hier, schreibt, das hier ist ja nichts anderes als, hatten wir schon aufgeschrieben, 0,1. Ja? Alle Punkte hier auf dieser Geraden liegen in der gleichen Äquivalenzklasse von 0,1. So, und jetzt machen Sie formal mal das Gleiche, was wir hier gemacht haben. Hier haben wir die erste Komponente minus der zweiten Komponente gerechnet. Rechnen Sie hier mal die erste Komponente minus der zweiten Komponente, und Sie kommen zu minus 1. Ja? So, das heißt, diese hier oben, also alle, die links der ersten Winkelhalbierenden liegen, in diesem N0-Kreuz N0, das sind die Kandidaten, unsere Kandidaten für die negativen Zahlen. Ja? Das werden wir auch einfach nachher so erkennen. Wir klappen einfach diese Zahlengerade hier sozusagen runter und benennen praktisch die dann mit minus 1, minus 2, minus 3. Genauso hier natürlich 2, 0,2. Ja? Oder machen Sie können es genauso mit 2, mit 1, 2 machen oder mit 2, 3 oder so. Kommt immer minus 1 raus. Ja? Also in dem Bereich hier oben aufwärts. Das sind die Kandidaten für die negativen Zahlen. Das hier unten ist eigentlich das, was wir gewohnt sind. Da werden wir nur wieder unser N0 wiederfinden. Ja? So, und das machen wir jetzt sozusagen schön. Ja? Der erste Satz war, den kann ich noch hier zitieren. Ah, da haben wir jetzt leider keinen Platz mehr. Das mache ich auf die sozusagen nächste Seite. Satz haben wir sowohl auf der einen Seite, auf der einen Hälfte bewiesen, noch nicht ganz bewiesen, aber da waren wir, soweit waren wir. Das G mit dieser Verknüpfung ist eine kommutative Gruppe. Hier waren wir noch nicht angelangt, glaube ich, aber wir haben es uns, glaube ich, schon aufgeschrieben. Denken Sie noch mal dran, bei dem, was wir jetzt alles gemacht haben, verliert man leicht den Überblick, warum wir dieses Spielchen hier eigentlich alles machen. Ja? Aber denken Sie nochmal an unser grundsätzliches Problem. Ja? Wir haben beispielsweise in den 0 plus, ja, konnten wir nicht alle Gleichungen der Art lösen, a plus x gleich b. Ja? Nämlich wenn b kleiner als a ist, ja, dann können wir die Gleichung nicht lösen. Nämlich die, zum Beispiel 8 plus x gleich 5 können wir in N0 nicht lösen. Ja? Weil wir keine negativen Zahlen haben. Ja? Das war unsere Problematik. Also die grundsätzliche Problematik war irgendwie, wir können Gleichungen nicht lösen, weil wir bezüglich der entsprechenden Operation in N0, nämlich dem Plus, keine Inversen bilden können. Ja?
Wenn wir aber jetzt hier zeigen, das ist eine kommutative Gruppe, dann haben wir insbesondere, dann zeigen wir insbesondere, die haben inverse, jedes Element hat ein inverses Element und damit haben wir das Problem gelöst. Ja, das war unser, sozusagen unser Ziel, dass wir Gleichungen lösen können. So, also, was haben wir zu zeigen? Das haben wir schon aufgeschrieben. Ich schreibe das mal so quer rüber für alle nochmal. Erstens Abgeschlossenheit bezüglich der entsprechenden Operation. Zweitens neutrales Element. Wir führen das aus. Drittens, zu jedem Element gibt es ein inverses Element. Dann viertens Assoziativgesetz bezüglich der entsprechenden Verknüpfung. Und das fünfte, da steht ja kommutativ, also ja, das fünfte ist Kommutativgesetz bezüglich der Verknüpfung. So, zu diesen hier, da habe ich vorhin schon was gesagt, ja? Immer wenn Sie so eine komponentenweise Definition haben, und das, dieses, die beiden Operationen sind ja komponentenweise definiert, ist die Abgeschlossenheit erstmal kein Problem, ja, weil Sie landen ja wieder bei Zahlenpaaren, die in H-Kreuz H sind oder in 0-Kreuz in 0. Ja. Assoziativgesetz muss man einmal gemacht haben, ist ein bisschen umständlich. Ja. Denken Sie an diese Klammer und so weiter. Aber im Prinzip kein Problem, Kommutativgesetz nur einfach einmal gemacht, kein Problem. Wir haben uns, müssen uns also nur Gedanken machen um die zwei Sachen, inverses Element, neutrales Element und inverses Element. Zu zwei hier hatten wir es schon gemacht. Neutrales Element. Bezüglich dieser Operation hier. Auf G natürlich. So, und das setze ich einfach mal an. Warum setze ich das so an? Naja, meine Damen und Herren, schauen Sie, Sie haben die Veranschaulichung von diesem N0-Kreuz, N0-Fall noch im Kopf. Ja? So, und Sie wissen, in diesem Fall haben wir die Addition in N. Ja? Und Sie wissen, die Addition in N hat, also in N0, so muss ich sagen, Addition in N0, weil ich die 0 mit dabei habe, ist die 0 natürlich das neutrale Element hier in N0. Ja? Das bedeutet aber alle, die hier auf dieser, also als Klasse jetzt wieder in 0 Kreuz in 0, sind es alle Elemente sozusagen, die hier auf dieser ersten Winkelhalbierenden liegen, nämlich 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Das ist mein Prototyp für meinen allgemeinen Fall. Das H Kreuz H, also dieses G, ja, was wir da gebaut haben, mit dieser neuen Verknüpfung, können Sie sich genauso vorstellen. Und dann ist es nur natürlich, so ein Element anzusetzen. Ja? Also das beweist man auch. Das lässt sich leicht beweisen. Haben wir schon gemacht. Nämlich, wir zeigen, wenn wir das hier mit irgendeinem Element verknüpfen, also mit der mit ausgehen, UV oder XY, machen wir XY, weil wir XY hatten, dann muss da wieder XY rauskommen. Also, das wollen wir zeigen. Also das darf ja nichts sozusagen verändern. Also rechne ich das aus. Komponentenweise ist die ja definiert. Ja? So. Und jetzt müssen Sie bloß sich genau anschauen, was das hier heißt. Ja? Das ist die Äquivalenzklasse von dem Paar A verknüpft mit X, A verknüpft mit Y. Also schreiben wir das hier genau hin. Das ist nichts anderes als
ist die Definition der Äquivalenzklasse. Alle UV aus H Kreuz H mit der Eigenschaft, jetzt müssen wir schauen, A verknüpft mit X, verknüpft mit V, ist gleich A verknüpft mit Y, verknüpft mit U. So, und jetzt sehen Sie an der Stelle, sehen Sie, haben Sie nochmal gesehen, dass die Kürzungsregel sehr wichtig ist, weil wir haben ja verlangt, dass H, dies hier findet alles in H statt. Ja? Und in H gilt die Kürzungsregel bezüglich diesem Kringel. Das heißt, Sie können das A hier rauskürzen. Das ist genauso gut wie X verknüpft mit V gleich Y verknüpft mit U. Naja, aber dann steht hier nichts anderes da. Ja, das ist nichts anderes als die Äquivalenzklasse von XY. Nach Definition wieder. Sozusagen von rechts nach links angewendet. Damit haben wir das gezeigt. So, der Beweis hier drüben genau gleich. So, Sie wundern sich natürlich, dass ich das hier so ausführlich mache. Ich könnte ja auch ziemlich viel schneller drüber gehen, aber das macht für Sie keinen Sinn. Ja? Weil wenn ich jetzt hier schneller drüber gehe, dann können Sie es mir zwar glauben, aber Sie wissen es nicht. Und Sie haben vielleicht keine Vorstellung, was da überhaupt gemacht wird. Es ist ein bisschen schwierig, es ist ein bisschen Spielerei mit Algebra. Aber ja, machen Sie es einfach mal explizit. Dann sehen Sie, dass das überhaupt kein Problem, kein Hexenwerk ist, so sage ich mal. Das ist nur Spielerei. So, Beweis. Und ich schreibe nur ab hier. Ah ne, ich schreibe das, ja, doch. Ah ne, ich schreibe das wirklich hin. So. Das müssen wir zeigen. So, wir übersetzen einfach nur. Es ist wirklich nichts zu tun. Sie schreiben das Ganze hier ab, indem Sie nur den Kringel durch das Plus ersetzen. Und dann haben Sie es schon. So, das ist nach Definition unserer Klasse, sind alle Paare UV in N0 Kreuz N0 mit der Eigenschaft A plus X plus V gleich A plus Y plus U. So, und Sie wissen, wenn A plus X plus V gleich A plus X plus U ist in N0, dann ist natürlich X plus V gleich Y plus V. Das heißt, Sie wenden wieder die Kürzungsregel an. Und Kürzungsregel. Ja, das müssen wir hier noch hinschreiben. Kürzungsregel, Kürzungsregel. Jeweils bezüglich der entsprechenden Operation. Und dann, dann haben wir nichts anderes als die Äquivalenz. Das hier können Sie wieder rückübersetzen mit der Definition. Da steht nichts anderes als die Äquivalenzklasse von X, Y. Ja. So, das neutrale Element hätten wir. Machen wir einen dunklen Haken, weil das haben wir gezeigt jetzt. Brauchen wir das inverse Element, also zu einem Element das inverse Element finden. So. Inverse Elemente. So, bevor wir das sozusagen allgemein angehen, schauen Sie nochmal unsere Veranschaulichung, dann sehen Sie sofort.
hier im Fall Z, das hier war. Ja?